Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Auch heute bin ich nicht alleine mit der Susi zusammen, machen wir Stardew Valley unsicher. Hallo Susi. Ja, hi Andrea, hi Jenny. Ja, ich stolper immer noch über dein, ne? Ja, sprechen wir nicht davon. Soll ich die Erdbeeren, die Lachsbeeren verkaufen oder wollen wir die Ja, ich würde die tatsächlich auch da rein tun. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal, ach ja, Wasser alle. Ich habe auch noch eine Mehl im Kasten. Aber wir müssen erstmal unsere Pastinaken hier gießen, damit wir auch Geld verdienen können. Genau. Und dann hatten wir ja in der letzten Folge angekündigt gehabt, dass wir ins Gemeindehaus wollen. Ja. Ich hole bloß Wasser, dann bin ich gleich dabei und helfe dir mit Gießen. So. Das ist cool. Also, dass er uns da den Ratschlag gegeben hat mit dem Viereck, finde ich so genial tatsächlich. Ja. Weil du genau siehst, wo du hinkippst. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sind doch nicht so eine Napsülzen. Alles kennenlernen, das ist ja nun... Ja, wie gesagt, wir haben solche Art Spiele, spielen wir ja nicht... Ach, mein Wasser ist schon wieder alle. Kannst du mal den Rest gießen, bitte? Natürlich. Natürlich, das klingt immer nicht so gut, wenn du das sagst. Ist alles schön. So, wir haben Post. Halt, eine haben wir noch. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre. Alles klar. So, ich werde hier mal das und das reinschmeißen in die Box. Oh, hier sind noch mehr Bären. Bei uns auf dem Hof stehen sogar Bären. Oh, dann nehmen wir die auch. Ich habe jetzt meine 6 da reingemacht. Ja, ich habe auch schon reingeschmissen. Kannst du mal die Katze den Napf vollgießen? Ja, wo ist der Napf von der Mitte? Links hinter deinem Haus. Ach, hinter dem Haus, okay. Da ist die sitzt davor. Tatsächlich. Okay. Ach, da. Rechts von dir. Ach, da. Sehr ja. Schön. Hast du die Miets auch versorgt? Los, lass uns ins Gemeindehaus gehen. Ich bin neugierig, was da kommt. Ja, bin auf dem Wäsche. Ich habe da oben noch Bären gesehen. Die nehme ich noch mit, während du auf dem Wäsche bist. Nehmen sie doch mit. Du bist an mir vorbeigelaufen. Komme ich wieder zurück, logischerweise. Ach, so. Da bist du, okay. Ich habe nur die Bären gesammelt. Wenn ich die sehe, dann nehme ich die mit, ist doch klar. Ich kann sie nicht sehen. Ich habe wirklich einen beschränkten See. Halt, nach oben, ne? Ja. Du hast recht, du hast recht. Rechts. Warte mal, habe ich die Troller hier schon? Ja, habe ich. Acht. So. Ach so, runter oder? Hier, runter, runter, runter. Alter, du Susi, was kommt hier? Ich weiß nicht. Oh, erstmal. Erstmal schon böse. Ich muss hier runter, da ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Oh, hier ist ein Geist.
Echt jetzt? Ach du Schiete. Okay. Soll ich auf dich warten, Janne? Ja, ich bin da. Ich laufe, ich renne, ich eile. Hier bin ich. Ja. Ups. Hier war hinten ein gelber Geist und hier ist so eine Platte. Ja, kann ich nicht lesen, kann ich nicht entziffern. Okay. Was steht da drauf irgendwie, Retchi? Ach, alles klar. Wahrscheinlich gibt es da eine Schablone für, dass man das eventuell lesen kann. Vermutlich. Könnte ich mir so vorstellen. Okay, hier sind lauter Fässer. Ich würde mal gerne gucken, ob ich in ein Fass reingucken kann. Nein. Okay. Man kann doch nicht mal das Grünzeug hier wegmachen. Nee, augenscheinlich nicht. Nee, nicht wirklich. Nee. Ich probiere das jetzt hier. Bin jetzt hier auch, glaube ich, überall durchgelaufen. Hier ist was. Nein, auch nicht. Ist nix, ne? Nix. Ja, wie soll ich denn hier was machen? Hier steht auch nicht drauf, was man hier machen muss, weißt du? Das also ist, diese... Ja. Das finde ich jetzt aber ein bisschen merkwürdig. Warte mal. Da müssen wir außerhalb irgendwas machen. Ich glaub, da steht nichts mehr drauf mit irgendwas machen, weil wenn du auf dieses... Da habe ich auch geguckt, auf das Frage, auf das Ausrufezeichen habe ich eben auch geguckt. Das ist leer. Vielleicht hat das was mit diesem Zauberturm zu tun, den wir da hatten. Weißt du, was ich meine? Was ist ein Dinkel? Sehr laut. Wo bist du jetzt? Ich bin draußen vor der Tür tatsächlich. Okay, warte, dann komme ich auch, weil ich bin hier ganz alleine in diesem Fall. Hast du Angst, mein Schatz? Ich fürchte mich. Wir haben Robins Axt immer noch nicht gefunden, ne? Auch das ist richtig. Bloß wenn der die verliert. 18.30 Uhr. Ups, was die Zeit, die rennt. Das ist ja unglaublich. Ja, dann müssen wir... Oh, wer bist du? Warte, 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 oh. warte, wer bist du? Das ist doch unfassbar. Ja, wirklich. Ach, Robin. Achso, Robin haben wir schon. Wir müssen nach... Die geht nach oben, ne? Wir müssen nach links nach Hause. Runter links, glaube ich, oder? Ich dachte, wir gibt's noch Büsche? Wollte ich gucken? Ja, guck du nach Büsche, weil 19.30 Uhr wollte ich nur darauf aufmerksam machen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange die Aktion geht. Ja. Aktion Busch. Aktion Busch. Ich glaube, wir müssen noch mal zu diesem komischen Zauberschloss-Dingsbums. Ja, dann müssen wir da noch mal hin. Ich bin da echt von... Ich mach noch mal ein paar Dinge hier rein. Ein paar Beeren. Und hier mache ich mal die Steine. Also Steine haben wir 71, Holz haben wir 37. Also da müssen wir auch noch mal nachziehen, wenn wir den... Hühnerstall haben wollen, ne? Definitiv. Naja, wir müssen mal gucken, dass wir, als sie ins Bett gekuschelt. Ja, ich nicht. Achso, jetzt. Ich war nicht tief genug drinne unter der Decke. Der Rubel rollt. Jawohl, jawohl. Aber für die Bären haben wir nichts gekriegt. Oder?
Irgendwie haben wir für die Bären nichts gekriegt. Ja, das stimmt. Warte mal, 1000. Wie viel Kohle will die haben? 6000 Gold? 4, glaube ich. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig in dem alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius Zauberer. Jetzt dürfen wir in den Zauber, weil wir jetzt in dem Gemeindehaus waren, dürfen wir jetzt da rein. Gut, jetzt, und den habe ich noch nicht Hallo gesagt. Ich auch nicht, aber wir müssen erstmal gießen. Erstmal gießen. So sieht das. Wir hätten zwischen den Bohnen mal ein bisschen Platz lassen sollen. Na, haben wir eine Pastinacke geerntet. Aus Versehen. Nee, so gut, immer Rinder. Geld können wir gebrauchen. Oh, ich hab keine. Du hast kein Wasser mehr. Macht nix, ich geh schnell holen. Na, ich gieß ja auch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich nicht, oder was? Das hörte sich jetzt so an, so ein wie du machst. Ich meine, ich auch Türklinken wird von mir. Ach so, ja, nee, das ist unbedingt. Das ist notwendig. Ja, egal, wer mich anquatscht, der kriegt erstmal eine Dusche. Ja, du musst einen leeren Slot nehmen, ne? Wenn ich wir weiß. Unterwegs sind. Ja, echt einen leeren Slot nehmen. Nein, du gehst genauso, um Gottes Willen. Ups, wieder eine geklaut. Gibt's doch gar nicht. Sag mal, sind die vielleicht. Die sind reif gewesen. Was bedeuten das mit den Sternchen eigentlich? Ja, das ist das, was ich noch nicht rausgefunden habe. Ich wollte das eigentlich zwischen den Folgen mal rausfinden. Ja. Ist, ich hab die Dings gegossen. Alles klar. So, die Pastinacke kann da rein, die ich gegossen habe. Die ich gezupft habe. Die mit den Sternchen kommen da nicht rein, nein? Habe ich erstmal oben in die Kiste getan. Okay. Die mit den Sternchen habe ich tatsächlich in die Kiste getan. Dann mache ich das nämlich auch. So. Wollen wir hier hochgehen? Da war das, ja. Nee, warte mal, war das da oben oder? Nee, das war ja unten bei Mani, ne? Jetzt müssen wir uns hier wieder durchschlängeln und durch unser Gehöft. Ja, da müssen wir mal auch, langsam mal was tun, ne? Wo bist du? Noch auf unserem Gehöft. Noch ja. Auf, ja. Ich hab's extra nicht gesagt. Ich versuche mir gerade einen Weg nach unten zu schleuchen. Ja, ich wie wir auch. Da zu Mani kommen. Ach, Mann. So, ich bin am Zaun. Das ist schon mal schön. Geil. Ich quäl mich hier noch durch. Wir müssen uns hier echt. Ah, hallo. Hier kommen wir runter, ne? Genau. Ah, herrlich. Oh, hier sind noch Bären. Oh. Hier sind noch Bären. Hier sind, ja, hast du gesehen? Ich auch. Aber dann müssen wir die nicht in die Box tun, nee, oder was? Mache ich auch nicht mehr, weil dafür gibt's. Aber wo müssen die denn hin? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du die essen. Ich verstehe das mit den Bären. Da muss ich gleich nochmal genauer lesen. Da ist noch welche. Hier ist er, der olle Zauberer. Ja. Dem muss ich sowieso noch guten Tag sagen. Ja, ich auch. Ich hab den auch noch nicht. Hast du mitgenommen? Nee, anscheinend weiß ich jetzt nicht. Ja, ich war das, glaube ich. Das tut. So, bleib bei mir, weil wenn wir jetzt da reingehen, kommt was Schönes. Okay. Komm herein. Wir sind wieder mal fremdgesteuert. Ja, irgendwas ist hier. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten, Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen, Meister der sieben Elementare, Hüter der heiligen Gra. Du verstehst schon.
Er kann das selber nicht aussprechen, den Wort. Und du, Andrina, deine Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Natürlich. Naja, natürlich. Meine auch. Meine hat er auch gesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Okay. Sieh her. Oh. Da, so ein Geist habe ich gesehen. Ich auch. Okay. Nein. Ja. Streite ich ab. Unimos. Naja. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Das würde ich auch, wenn ich so einen Umhang habe. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Jetzt? Ja. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden. Höchst interessant. Warte hier. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Sein Ernst? Wo bist du denn jetzt eigentlich? Weil ich sehe jetzt nur mich. Ich sehe auch nur mich, aber wir haben die gleiche Session quasi. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Unimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Jetzt steht er hinter dem grünen Ding. Ja, ich sehe das. Ja, Quatsch da mit dem... Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie damit? Schnüff, schnüff. Schnüff, schnüff. Aha! Komm her! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Immer locker bleiben. Mein Kessel blubbert nur so. Ja, aber ich konnte nichts machen. Das hat er alleine gemacht. Aus den Wäldern. Baby fahren, Moos. Kannst du es riechen? Natürlich! Kann ich das selbstverständlich. Natürlich. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder auf deinen Körper durchdringen. Okay. Dein Ernst. Plus 38 Energie. Ja. Und? Ich kotze gleich ins Essen, aber egal. Ich auch. Ich habe schon eine grüne Nase. Mir wird grün, mir wird schwindelig grün. Sag ich doch, eine grüne Nase? Ist ja unglaublich. Ein Baum. Ich meine Bäume. Eins mit dem Wald. Ey, für sowas gibst du viel Geld aus und hier haben wir es kostenlos. Esoterik pur. Oh. Yo, peace. Mann. Oh, Mann. Können wir hier wieder raus? Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Unimo-Schriftrollen entschlüsseln. Jetzt können wir das lesen, was da stand. Jetzt hat er uns rausgeschmissen. Aber wie? Na, schönen Dank auch. Das hätte er auch freundlich machen können. Jetzt hat er uns rausgeschmissen, ne? Ist ja wohl echt so, oh, herrlich. Ja, wie spät haben wir es? 17.50 Uhr. Wollen wir dann, warte mal, da ist noch ein Blümchen, das nehme ich mit. Kann hier kein Geld liegen lassen. Naja, jetzt ist die Frage, ich warte auf den Weg auf dich, am Zaun oben. Wollen wir es jetzt noch machen oder erst nachher? Nee, demnächst. Ich würde sagen, das dauert länger, ne? Ja, das könnte nämlich etwas unfreundlich werden, vielleicht. Glaube ich nicht. Das glaube ich eher nicht, aber... Ey, wir müssen hier unbedingt aufräumen, das geht so nicht. Lass uns mal noch aufräumen, solange das noch nicht spät genug ist. Steine brauchen wir eh. Wollte ich sagen, ich habe noch ein bisschen Energie. Ich picker jetzt mal hier ein bisschen rum. Das ist ja wirklich. Nicht sein, sowas. Sieht ja schlimm aus hier. Ey, das ist voll cool mit dem roten Dreieck, ne? Ich hab ein Viereck. Ja. Entschuldige bitte. Oh, Klugscheißer-Modus aus, weißt du? Es hätte ja sein können, dass du ein Dreieck hast. Klugscheißer-Modus aus.
Wie geil. Diese Frau. Na toll. Wollt nur höflich sein. Obwohl, wenn ich mir das jetzt überlege. Hat sich erledigt, ne? Ja, hat sich erledigt, genau. Guck mal, die großen Steine können wir auch noch nicht wegräumen. Wir können die großen Stumpen noch nicht wegmachen, wir können die großen Steine noch nicht wegmachen. Ja, wahrscheinlich müssen wir da tatsächlich, Ey, 20 Zähne. Sag ich mal. Ja. Die Spitzhacke ist nicht stark genug. Ja, da zittert die erstmal 3 Stunden, ganz ehrlich. Hast du auch eine Göde gefunden? Eine was gefunden? Du hast eine Göde gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Hast du das auch bekommen? Nein, aber das behalten wir mal. Okay. Die hat mich jetzt am Arbeiten gehindert. Okay. Ich bin so blöd. Ach, eine Göde, ein Geode. Oh, ich wieder. Ist egal. Behalten, einfach behalten. Einfach nur behalten. Ja. So, ich tue jetzt meine Sachen in die Truhe. Wollen wir auch ein paar Steine mal verscheuern, sag mal? Das muss doch. Nee, die brauchen wir ja für den Hühnerstall. You know what I mean? Oh, eine Saat habe ich noch. Hast du deine Blümchen? Du hattest keine Blümchen, ne? Ja, sie haut sich hin, weißt du? Ich muss hier erstmal hier Blümchen noch verkloppen. Ah, oh, sie haut sich da hin, ne? Also, ich hab schwer geschuftet, entschuldige. Ja, bitte. Genau. Hallo? Geh nochmal kurz Fernsehen gucken. Bei mir geht der Fernsehen nicht. Doch, rechte Maus hast du, musst unten draufklicken. Gemüse. Wir können jetzt Gemüsepfanne machen. Kochen, ja. Aber ja, ohne Küche können wir nicht kochen. Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit und dann mit Hauruck. Ja, ich möchte ins Bett gehen. Das war aber jetzt knüppig, wa? So, 70. Neues Hersteller, Kirschbombe. Jo. Was? Der Rubel. Warten auf anderen Spieler? Worauf soll ich denn warten? Ja, ich bin noch nicht so weit. Entschuldige bitte. Oh, Entschuldigung, natürlich. Nicht? Ich kann zum Beispiel eine Kirschbombe machen. Das musste ich mir erstmal durchlesen. Ich kann kein. Oh, es ist Gewitter. Wir brauchen nicht gießen heute. Schön. Und unsere Pastinaken sind fertig. Na geil. Oh, dann haben wir die ja gleich. Oh ja. Oh, warte mal, ich muss erstmal mein Inventar leer machen, sonst habe ich das Problem. Ach nee. Was soll ich denn jetzt verkaufen? Gar nichts, ne? Die passen alles, was keinen Stern hat. Nee, warte mal, ich weiß ja nicht, was du in deinem Inventar hast, sagen wir mal so. Dieses komische Ding da. Das bleibt in der Kiste. Das machen wir auch da rein. Kohle brauchen wir, das brauchen wir. Okay, und die Ole Angel kann auch erstmal weg. Dann kann ich jetzt helfen. Die Pastinaken zu ziehen. So, nein, hier wird keine Pastinake gegessen. Die normalen Schuhe schmeiße ich in die Kiste. Ja, okay. Die mit den Sternen behalte ich noch, bis mir einer von den Zuschauern gesagt hat, was mit denen ist. Meine Angel schmeiße ich auch da rein. Nee, meine Angel behalte ich. Ich behalte lieber meine Sachen. Wir haben viel zu wenig Holz. Stein haben wir jetzt 128. Das ist gut. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Holz hacken. Aber haben wir noch irgendwas vor? Wollten wir nicht noch mal ins Gemeindehaus schnell? Ja. Ach ja, Mensch, wir wollten ja die Rolle da machen. Ja. Und los. 1600 Talerchen wieder. Ich sehe dich. Ja, ich musste die Bären mitnehmen. Ich weiß nur noch nicht mit den Bären wohin, ne? Das ist immer noch nicht. Weil ich hab's jetzt erstmal weggepackt. Verkauft habe ich sie jetzt nicht. Ich hab allen Hallo gesagt. Warum zeigt er mir immer noch 27 an? Oh, da fehlt einer. Ach so, warte mal, ich wollte ja mal gucken. Wir haben dem doch Hallo gesagt, oder nicht? Ja, aber ich
mir fehlt tatsächlich auch noch 5, obwohl ich den Zauberer, na, den haben wir nicht Hallo gesagt. Der hat uns ja nicht, der hat uns ja gleich in Beschlag genommen. Da oben ist ein Blümchen. Da oben ist ein Blümchen, ja. Einsam und verlassen. Ja, da habe ich vorhin gerade gesensen. Flop. So, wollen wir rein? Ja, gehen wir rein da. Hast du ihn gesehen, den gelben Geist? Nein. Oh, Handwerksraum. Bündel, Sammeln, Frühling. Sammelbündel. Wir brauchen wilde Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn. Wir haben alles. Okay. Warte mal, wir haben Lauch Narzisse und Meerrettich. Narzisse habe ich bei. Ja, warte, Löwenzahn und Meerrettich. Und ich glaube, Meerrettich haben wir nämlich in unser Dingsbums hier, in unserer Kiste. Löwenzahn, Narzisse, Meerrettich. Gehst du wieder nach Hause? Ich gehe schnell, ja. Ich komme gleich wieder. Für 10.40 Uhr, wir haben Zeit. Ich hol das schnell. Ja. Du hast jetzt Löwenzahn, ne? Ich habe eine Narzisse habe ich auf Tasche. Narzisse, dann brauchen wir noch Löwenzahn. Pass mal auf, ich gehe mal, während du bist, gehe ich mal draußen gucken, was da draußen rumschwirrt. Was hältst du denn davon? Ja. Ich hol den Meerrettich. Ich weiß, dass wir Meerrettich in der Kiste haben. In der Dings. Ja. Ich werde mal hier ein bisschen rumgucken. Nee, Lauch ist das. Scheiße, das ist Lauch. Doch, wilder Meerrettich. Warte mal, wilder Meerrettich. Wir brauchen nur einen, ne? Na, anscheinend, weil das wird... Ich wird ja nicht angesagt. Mit. Lauch, Pastinaken. Ich gehe jetzt hier gucken, was hier noch ist. Was war das? Narzisse, Meerrettich, Löwenzahn noch. Löwenzahn noch, okay. Wir haben es jetzt immer verkauft, den ganzen Kram. Das war natürlich... Ja. Das kann ja keiner finden ja. Vielleicht kriegen wir da die Fähigkeiten. Ich bin hier unten. Bären sehe ich ohne Ende, ne? Die nehme ich jetzt auch alle mit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe die anderen jetzt auch in die Kiste getan. Weil ich jetzt echt nicht weiß, was wir damit machen. Sollen. Da müssen wir gleich nochmal nachlesen, sonst... Warte mal. Nee, warte, ich wollte ja eigentlich was. Achso, da komme ich nicht lang, alles klar. Okay. Wenn man mal was sucht, ne? Aber hier unten ist Strand, hier kriegen wir sowas nicht. Strand finden wir sowas nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Jetzt, wo wir alles verkauft haben, jetzt finde ich den Kram nicht, ne? Oh, du hast jetzt, welchen hast du? Narzisse habe ich. Hast du was? Was hast du? Ich habe nur Narzisse. Ja, und fehlt der Löwenzahn. Bin ich am Suchen. Ich finde jetzt auch nur Narzissen. Auch nicht schlecht. Wenn ich wüsste, wie das aussieht. Also nicht wie unser richtiges Löwenzahn wahrscheinlich. Nee, mit diesen drei bunten Büppelchen da dran. Ne? Oh, shit, das haben wir natürlich weggeballert. Haben ne? wir verkauft, ja. Das war natürlich nicht so klug. Ja. Ich bin jetzt auch am Strand. Nichts mehr. Das ist ja natürlich döwig, ne? Wie spät ist es? Okay, ich muss gucken. 15.30 Uhr, alles gut.
fehlt uns so ein blöder Löwenzahn, dein Ernst? Aber können wir nicht uns das holen, dass wir das kurz anpflanzen? Nee, Löwenzahn, also wüsste ich nicht, dass ich den... Ach, Menno. Gehen wir hier runter. Neun bis 16 Uhr, na toll. Ich bin jetzt hier bei Manis Ranch. Ich nehme natürlich, wenn ich die Dings finde, nehme ich die mit, ne, aber die Bären, aber ja, ich nehme auch nicht. Die Bären mit. Ich bin aber nicht auf Bärensuche, ne? Aber Bären finde ich ohne Ende, das ist auch wieder geil. Oh, 17.30 Uhr schon. So, ich habe jedenfalls Morris getroffen. Morris. Oh, ich finde hier Bären ohne Ende, aber keine... Mann. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Hat sich was getan? Nein, das verstehe ich nicht, dass ich immer noch... Obwohl ich jetzt Morris hatte, dass ich immer noch so viele Leute guten Tag sagen muss. Irgendwas stimmt in unserer Anzeige nicht, kann das sein? Das weiß ich nicht. Das fände ich jetzt nicht, das finde ich jetzt wirklich nicht prickelnd. Hätten wir doch das nicht verkauft. Ja, du, Mensch, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das nicht gemacht. Das ist ärgerlich, das ist richtig. Ich bin auf dem Weg nach Hause, ne? Okay. Weil es ist schon 19 Uhr, 19.40 Uhr. Ja, ich bin noch hier kurz. Ich will das aber nicht. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Jetzt habe ich diese blöde Narzisse, weißt du? Und den Meerrettich habe ich in der Tasche. Und ich überlege, ob ich was kaufen kann. Was war denn das nochmal? Was war denn das nochmal? Es war Meerrettich, Narzisse, Löwenzahn und was war das noch? Narzisse, Meerrettich, Löwenzahn, das weiß ich jetzt nicht. Ich muss mir das... Waren vier, ne? Ja, ja, ist auch egal. Wir müssen jetzt sowieso erstmal Schluss machen. Ach, schon wieder? Wir sind bei 33 Minuten. Guten Tag. Wir gehen jetzt noch nicht ins Bett. Wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Guck mal, genau. Und wir stellen es mal zusammen. Wir sind ja ein Team, ne? Du ja. Und ich, wir beide. Ja, ne? Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Wie gesagt, ihr dürft uns gerne Tipps und Tricks unter das Video schreiben. Wir sind absolute Neulinge in diesem Spiel. Wir wollen uns nicht wirklich irgendwo was abgucken oder sonst irgendwas. Wir wollen schon das mit Tipps von euch alles alleine herausfinden. In diesem Sinne, macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye. Bye bye.